Jetzt sind wir leider vom Avantgarde komplett abgekommen. Wir wollen ja den Avantgarde-Film. Die wichtige Sache, müssen wir uns konzentrieren, was war jetzt, müssen wir das festhalten, dieses Konzentrat, was wir eingedickt haben in den letzten Stunden der Diskussion. Die Verfestigung des Konzentrates. Und da sind wir doch zum Ergebnis gekommen, dass dieser Avantgarde-Film ein Film sein könnte, ja sein muss. Sein muss. Den man fast nicht mehr sieht. Er ist rein. Absolut. Ja, er ist absolut. Unverfälscht. Also unverfälscht. Und weiß in weiß. Er ist fast schon. Naja, also es ist schon fast zu. Schwarz in schwarz. Weiß-schwarz in dunkelschwarz. Also ich sehe, ich glaube, es muss auch schwarz-weiß fast sein. Ja. Schwarz-weiß hat eine Ausdruck. Mit einem groben Korn. Und auch keine Schärfe. Grobes Korn. Naja, das ist mein Handkamera. Handkamera, Billerwagen. Aber bitte. Aber ich meine, es muss schon klar sein, dass der geistige Unterbau in der Reduzierung, das muss durch der Inhalte und Objekte in voller Blüte sich entfalten kann. Und ich möchte auch einen theoretischen Überbau zu diesem Film haben. Ein Kompendium, ein wissenschaftliches Machwerk, international. Ein richtiger Ziegel, der dazu dann geliefert wird, zu diesem eher schlichten, fast schlichten 2-Minuten-Film. Ja, 2 Minuten ist wirklich zu kurz. Die Nachhaltigkeit auf dem postmodernen, avantgardistischen Konzept des ist ein österreichischer Film. Ein zutiefst österreichischer Avantgarde-Film des Jahres 2014. Das ist mir wichtig. Denn junge, und vor allem junge Menschen sollen diesen Film als Kult. Und dort möchte ich diesen Schülern beibringen, wunderbaren jungen Menschen. Diesen Menschen möchte ich beibringen. Verschießt euer Pulver bitte nicht. Konzentriert euch. Konzentriert euch auf eine Idee. Das muss, da muss kein Ton drauf sein. Es darf kein Ton drauf sein. Ton? Nein. Also schwarz-weiß. Auch Schärfe ist störend. Schärfe oder was überhaupt. Das ist sekundär. Nehmt euch das Banalste des Alltags. Damit kann sich jeder identifizieren. Ja, das kann man auf der ganzen Welt ohne Sprache. Da muss man keine Untertitel machen. Ja, super. Bitte macht's doch das Naheliegendste. Filmt euch irgendwie bei mir. Ja, das ist wirklich. Ich würde auch gar nicht zu sehr, vielleicht zu Szenen, die gar nicht unverfänglich sind. Du willst gar nicht zu strikt werden. Ich will gar nicht so viel Vorgaben machen, aber es sollte schon schwarz-weiß sein. Ja, es muss schon, also ich meine, will ich auch nicht, dass ich möchte überhaupt keine Einschränkungen machen, aber schwarz-weiß muss auf jeden Fall. Ja, es sollte auf keinen Fall irgendein Ton dabei sein. Höchstens ein Klo-Geräusch. Es darf auf keinen Fall Feinkönig sein. Also ich meine, das ist auch das liegt ja auf der Hand. Das braucht man eigentlich, das kann man eigentlich als Vorgabe gar nicht. Sehr profan, aber Handkamera. Handkamera zum Erdesmann. Es geht ja um die jungen Menschen. Junge Menschen müssen sich ab, wie bei Facebook. Ja, was? Junge Menschen werden abgebildet. Ja, genau. Das ist schwer beim Joppa. Das ist, glaube ich, sehr schwierig beim Joppa, weil er ist in sich schon verfänglich. Das ist ja ein Vorbildfilm. Das soll ein Lehrfilm sein. Aber auch weil die jungen Menschen so pur sind. Die Inhalte unterstützen wir einfach. Das soll nicht zu komplex werden. Nein, kompliziert. Das ist natürlich der theoretische Überbau. Das ist natürlich das Komplexe. Der theoretische Überbau ist sehr komplex. Darum darf ja der Inhalt nicht komplex sein. Ich möchte diesen Film sehen können und dabei fast schon in einer Dämmerstimmung diesen Film mit einer Schuss. Aggression gegen diesen Film. Der muss einen Schuss in mir aber nur. Ein Unmut, der in mir erregt wird. Nein, ich würde das jetzt nicht als Unmut. Fast einfach. Nein, ich würde das einfach. Nein, Urfilm. Das ist ein Urfilm, wo nichts, fast nichts drauf. Nein, ich würde das als. Nein, ich würde das als. Wo weder was passiert noch etwas drauf ist. Ich würde das als sozusagen Abstand, als intellektuellen Abstand. Aber das muss in mir einen gewissen Groll fast, eine Wut fast.
eine Wut entwickelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das konventionell jetzt wirklich so sein. Als Konsument stelle ich mir vor, dass ich dort wütend sitze nach einer gewissen Zeit und denke mir, was ist das für ein grauenhafter Film? Wir sagen affirmativ, ja, was für ein toller Film. Ja, ist schon, ja. Aber in mir muss es ein Widerstand ja, aber in dir als diesen Film. Ja, in dir als Kunstschaffender. Ja, ich würde einfach sagen, mein Hass ist auf diesen Film, meine Wutreaktion. Ich möchte diesen Film zerstören, weil er eben... Wir werden doch unsere Namen da draufsetzen auf diesen Kultfilm. Sicher der Abstand. Weil wir sind ja von Garten. Ja, das ist natürlich das Wort. Und darum möchte ich in diesem Kino sitzen, die Avantgarde-Leute, ja, nur die Besten der Besten. Nur die Crème de la Crème des österreichischen Avantgarde-Films, bitte. Ja. Nur die Crème de la Crème. Die Alten, die ganz Alten, die schon Verstorbenen. Die Methusalems des österreichischen Avantgarde-Films. Ja. Die verkannten Genies des österreichischen Avantgarde-Films. Das ist eine super Einreichung. Das ist absolut Fazte. Ja. Das spricht unsere Jugend scheinbar. Ja, bitte schaust du. Inhaltslose Fahrtheit. Die ist Kult. Und wir müssen uns auch diesen jungen Menschen anpassen. Wir können nicht mit unseren übertriebenen Ideen oder Nein, das ist jetzt nicht ganz so. Also anpassen kann ich nicht. Ja, nein, der Jugend geht vor. Jugend geht vor allem. Also so Gesellschaft. Junge Leute sind viel mehr wert. Ja, ich meine, das ist ab 40. Ja, ja, schon. Aber Nein. Ich bin dafür. Nein. Also das mit anpassen. Nein. Also, Künstler ab 40. Nein. Also die brauchen wir wirklich nicht in Österreich. Was brauchen wir nicht? Künstlerinnen und Künstler ab 40, das brauchen wir nicht. Ich meine, das haben wir schon geklärt. Das haben wir schon vorher schon geklärt. Also, die Jugend zählt. Ja, aber ich meine, wozu sollen wir... Wichtig ist jung sein. Ja, nein, jung sein. Das ist selbstverständlich. Aber entschuldige. Wir müssen ablenken. Anzupassen. Nein, die alten Menschen, die gereiften Avantgarde-Filme machen. Ja. Versteht man ja gar nicht. Kritik an der Gesellschaft. Na bitte nicht. Kritik an der Gesellschaft darf überhaupt nichts. Das hat mit der Jugend, dem jugendheutigen Avantgarde nichts. Das hat ja mit der Ästhetik nichts zu tun. Ästhetik, ja. Schöne Bilder. Schöne Bilder. Es geht um die Schönheit. Es geht nur noch um schöne Bilder. Ja gut, und der Bühne ist eine Bühne. Also ich meine, das ist ja schön. Es geht um die Oberfläche. Ja, es muss, ich meine, es muss. Es darf nicht kratzen. Ich meine, es, man tut dann so, als immer, ich meine, ich, nein, entschuldige, ich muss jetzt wieder zurück. Nein, es muss streicheln. Und nachher machen wir dann die Striche durchs Bild. Streicheln. Ja, und dann machen wir Striche durchs Bild, dann ist es gleich wieder Avantgarde. Es ist ganz, ganz glatt und schön. Und dann machen wir Striche durchs Bild. Und dann ist es wieder mit abgedunkelter Optik. Ja. Wir dunkeln unsere Optik ab, sitzen im Kinosaal, hören uns und sehen vor allem dieses wunderbare Machtwerk. Aber es muss schon einmal schön sein. Also. Schön ist es auf jeden Fall, eine Leinwand zu sehen, wo sich nichts abspielt, ist immer sehr. Ja, aber du kannst könnte schön sein. Aber ich meine, das kann das hier gerade sein.